Ja, ich feiere Weihnachten ganz intensiv, schon seit vielen Jahren als kleiner Bub mit großer Familie immer wieder. Unsere Mama wird 100 im kommenden Jahr und deswegen ist diesmal die Weihnachtsfeier besonders intensiv und üppig, ganz altmodisch mit Christbaum und Geschenken und Weihnachtsliedern und allen Ingredienzien und Düften, die es dazu gibt. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch ein so heimeliges Fest. Ich wünsche wunderschöne Feiertage allen Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern und bleibt gesund. Ciao. Wie ich Weihnachten feiere, mein Gott, ich sage euch, sehr spartanisch wie ich Weihnachten feiere. Ich will mir einen dämpften Uhu in den Kochtopf reinhauen, eine Badwanne voll Hörnle, oder? Ich bin einfach daheim, genieße quasi der erste freie Abend seit ewig und tue eigentlich einfach gar nichts. Kein Christbaum, keine Geschenke, nichts. Einfach nur ganz entspannt. Ein Fondue Chinoisle vielleicht und nachher vielleicht noch Kartoffelsalat und Bratwürst und dann um Mitternacht noch ein Schnäpsle. Nein, ich weiß, es ist, mein Gott, es ist halt einfach gemütlich, wird es werden. Und vor allem, ja, und so gegen 11 Uhr Nacht werde ich dann neue Texte lernen, wo ich vom Stefan kriegt hier. So wäre ich Weihnachten feiern. Liebe Vorarlbergerinnen und liebe Vorarlberger, egal wie ihr Weihnachten feiern, ich wünsche euch ganz, ganz einen schönen 24., 25. und 26. Dezember. Und dann wird es wieder ernst. Ja, liebe Frau Radlberger, ich feiere Weihnachten so, wie man mit kleinen Kind Weihnachten feiert. Ich habe nämlich zwei kleine Kinder. Das heißt, ich hoffe, dass ich einmal am 24. zum Ausschlafen komme und nichts tun muss, weil ich am Abend nämlich auch frei habe. Und danach geht's los. Danach geht's los. Weihnachten zuerst daheim mit Kindern, dann bei beiden Großmüttern. Auf gut Deutsch, es ist ziemlich ein vollgefüllter Tag. Und der 25. und 26. wird wahrscheinlich ähnlich ablaufen mit ungefähr 30.000 Kalorien. Zunahme 3-4 Kilo, schätze jetzt einmal. Ich hoffe, es geht euch auch so ähnlich. Wünsche euch ganz, ganz schöne Weihnachten. Und Georg Nussbaumer, hör auf mir bitte in mein Interview oder ich rede. Alles Liebe und einen guten Rutsch. Ciao, Biland. Also, ich bin eigentlich meistens zu Hause. Ich freue mich immer, dass ich dann vor Wien endlich mal länger zu Hause sein kann und mit meiner Familie gibt es halt ein feines Essen und es ist immer ganz ein schöner, netter Abend.